Wir werden Ihnen jetzt ganz unterschiedliche Projekte vorstellen. Die Macher der Projekte werden Ihnen die Projekte jeweils vorstellen. Das Ganze hat mit Geschwindigkeit zu tun. Jedes Projekt bekommt ziemlich genau 10 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Das werden wir nacheinander hier vorne durchziehen. Und danach werden wir mit allen Projektakteuren auf der Bühne für Ihre Fragen bereitstellen. Das heißt also, wir nähern uns dem Ende des Frontalunterrichts. Aber erstmal werden wir noch ganz unterschiedliche Projekte aus der Nähe ansehen. Wir fangen an mit Professor Dr. Christoph Korwes. Er ist hier zu Gast. Ich würde Sie bitten, in den nächsten 10 Minuten Ihr Projekt vorzustellen. Und wir werden dann fortfahren mit Anne-Sophie Gauvin. Bitte sehr. Okay. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich glaube, Sie können mich auch verstehen, wenn ich mich nicht vor dieses Pult stelle. Dann haben Sie keinen Livestream. Okay. Wir haben ein einzelnes Mikrofon vorne. Sie können auch rumlaufen. Es gibt im Pult ein Mikrofon, das können Sie in die Hand nehmen, falls Sie sich bewegen wollen. Hallo, hallo. Ja, gut, ich trage das hier vor in der Changemaker MOOC, zusammen mit Joschka Knuth, der einer der Teilnehmer aus diesem MOOC-Programm und auch bei uns an der Uni Kiel ist. Und dieser MOOC hat die Besonderheit, dass er eingebettet ist in ein größeres Projekt und sowohl Standalone genutzt werden kann, als auch in der Blended Learning Konzepten. Worum geht das in dem UVDO-Projekt? Das geht um die einzige Frage, die sich viele Leute immer stellen und dann doch nichts machen, ist die Frage, wie man was verändern kann auf der Welt. Bei der Hilfswelle für Flüchtlinge, jetzt sehen wir, wie viele Leute dann doch zu einem positiven Ergebnis kommen, aber im Alltag kennen wir das alle, meistens macht man nichts, obwohl man eine Idee hatte. Und das liegt bei vielen daran, bei Studierenden, die wir auch befragt haben, dass sie gar nicht wissen, wie. Die wissen nicht, wie man so ein Projekt planen würde. Und genau darum dreht sich UVDO und auch der Changemaker MOOC. Wir haben zwei Ziele in dem MOOC. Wir wollen einmal, dass Studierende lernen können, wie man ein Projekt plant, was ein gesellschaftliches Problem löst und wie man das dann nicht nur plant, sondern das dann auch umsetzt und diese Erfahrung macht und dafür die volle Verantwortung hat. Und das Zweite ist, wir denken, da sind gute Ideen bei. Nicht alle sind brillant, aber da sind eine ganze Menge wirklich gute Ideen. Und damit die wachsen können, muss man das Ganze unternehmerisch planen und denken. Das heißt, da muss ein Finanzierungs- und Geschäftsmodell dabei sein. Und das ist der sozialunternehmerische Teil. Wie sieht das aus bei uns in der Implementierung? Das ist im Wintersemester, haben wir hier einen Kurs. Da geht es darum, Change-Projekte zu planen. Da spielt auch der Changemaker MOOC mit rein. Das funktioniert so, dass Studenten da reinkommen mit einem Interesse in einem kleinen Team. Da setzen sie sich dann zusammen, 2 bis 5 Personen, und planen für ein Veränderungsprojekt, ein durchführbares Projektkonzept, professionell nach dem Social Reporting Standard. Und die Projektkonzepte sind dann fertig bis Ende Januar. Und die Teams, die das dann wollen, können sich direkt anschließend in einem Ideenwettbewerb um Startkapital bewerben. Man kann bis zu 2.000 Euro bekommen für ein Pilotvorhaben. Und wir konnten in diesem Jahr gut 20 Projekte fördern. Und dann geht das weiter. Im Sommersemester, April bis September, werden dann die Projekte umgesetzt. Und parallel gibt es weitere Workshops zu Geschäftsmodellentwicklung für Projektmanagement, Marketing und so weiter. Und wir gucken uns an, welche Projekte tatsächlich Gründungspotenzial haben und bringen die Leute dann zusammen mit der Wirtschaftsförderung und vielen anderen Akteuren, damit solche Projekte dann eine Verlängerungschance haben, auch wachsen können. Und das machen in der Tat ungefähr 1/4 bis 1/3 der Projekte, die gründen dann. Jetzt muss ich näher hier dran gehen. Na? Okay. Der MOOC ist, wie gesagt, in den Teil 1 dieses Projektes eingebaut. Man kann den Standalone nutzen, man kann den auch in einem Blended Learning Konzept einbauen und er hilft im Prinzip, die Grundlagen von Social Entrepreneurship zu verstehen und ein eigenes Projekt zu planen. Und wir hatten in den beiden Jahren ca. 11.000 eingeschriebene Teilnehmer, das hört sich erstmal schön an. Von denen waren aber die Hälfte einfach falsch gelandet, weil der Kurs Deutsch war und die waren Englisch. Und von den Deutschsprachigen haben wir gesehen, dass 5 bis 10% der Teilnehmer den Kurs bis zu Ende führen, also mehr als 85% der Inhalte nutzen. Es sind aber ein erheblich größerer Anteil von Leuten, die den selektiv punktuell nutzen und nicht nur sozusagen von Anfang an und dann abbröckeln, sondern die tatsächlich sich Content rauspicken, der sie interessiert. Und da wir ungefähr 120 Units in dem Kurs haben, sind das Leute, die ca. 25 bis 35 Units auch nutzen. Gut, was für Projekte entstehen, damit Sie eine Idee bekommen, ich stelle Ihnen kurz 2 vor. Die Goldeimer gemeinnützige GmbH stammt aus einer Bachelorarbeit, wo geguckt wurde, wie werden in Slums in Nairobi in der Toilettensysteme aufgebaut, wo halt keine Kanalisation ist. Man muss dafür ein Ökotoilettenprojekt haben, wo mit Sägespänen gespült wird, statt mit Wasser, weil es ja keine Kanalisation gibt.
Und dieses Projekt hat ein Team von 4 Geografen übertragen auf große Musikfestivals. Haben angefangen 2012, das Projektkonzept erstellt, 2013 im Wettbewerb bei uns gewonnen, 2 Toiletten gebaut, getestet auf 5 Festivals, wie viel sind die Leute bereit zu zahlen. Haben gesehen, 2 Euro kriegt man ohne Probleme für eine saubere Toilette mit in einem Bildungsprogramm, wenn man drauf sitzt. Haben dann mit der Viva Con Agua, dem Verein in Hamburg, eine gemeinnützige GmbH gegründet, haben über 120.000 Euro eingeworben, das Ganze skaliert, die nächsten Toiletten gebaut und sind inzwischen bei 75 Toiletten, 7 Mitarbeitern. So, das ist so das eine Ende vom Spektrum. Und ich stelle Ihnen jetzt, Joschka Knuth stellt Ihnen jetzt ein anderes vor, was zurzeit in der Realisierung ist. Ganz genau. Ich nehme auch das mobile Mikro. Wir sind der Willkommensgarten e.V. Wir sind eine Gruppe ebenfalls von 7 Geografinnen und Geografen und wir haben uns vor mittlerweile fast einem Jahr gedacht, wie können wir denn Studierende und Flüchtlinge zusammenbringen und gleichzeitig den großen Leerstand an Gärten in Kiel vermindern. Das Ganze haben wir dann gemacht, indem wir den schönen, guten, alten deutschen Verein reaktiviert haben. Dass der Clou dabei ist, dass wir eben als Verein die Finanzierung unseres Projektes auf mehrere Schultern relativ problemlos verteilen können. Gleichzeitig können wir eben alle unsere Mitglieder, alle unsere Gärten ganz praktisch versichern. Ist so ein bisschen einfacher. Und da wir als gemeinnütziger Verein anerkannt sind, können wir natürlich auch immer mal wieder gut Spenden einwerben und dafür eine Bescheinigung ausstellen. Das freut doch den einen oder anderen. Worum es hier ja aber eigentlich geht, ist der MUG. Und wir als Studierende haben, ich und meine ganzen Kommilitonen, wir haben das ganze Lernprogramm durchlaufen. Das heißt den ersten, den zweiten und den dritten Teil. Und dabei sind 2 Sachen zentral aufgefallen, auf die ich hier kurz eingehen möchte. Der erste war, dass wir den MUG nicht nur im ersten Teil, in dem er im Lernprogramm vorgesehen war, genutzt haben, sondern dass wir ihn weiterhin bis heute nutzen. Also das heißt, das ist einer der Kurse, die weiterhin zur Verfügung stehen und bis heute greifen wir auf Lerninhalte zurück, weil wir diese immer wieder gebrauchen können in unserer praktischen Arbeit. Und es ist auch so, dass wir nicht den MUG nur stringent verfolgt haben, das heißt vom Anfang bis zum Ende, sondern für uns war es ganz spannend zu sehen, dass wir immer gezielt nach einzelnen Punkten gucken. Das heißt, wir haben den MUG im ersten Teil einmal durchgelernt, wissen daher jetzt, was wo zu finden ist und darauf greifen wir zurück, indem wir uns gezielt einzelne Inhalte nach thematischer Sortierung raussuchen und das ist was, worauf sich dann entsprechend auch unsere Lernprogramme immer wieder einstellen müssen. Genau. Gut, jetzt komme ich auf ein paar Sachen. Wir haben viel gelernt dabei, aber ich zeige Ihnen nur einige wichtige Sachen und vielleicht ist mehr Zeit nachher im Gespräch persönlich. Also wir messen eigentlich unsere Wirksamkeit daran, wie viele Projekte im Ideenwettbewerb auftauchen. Das ist für uns das eigentliche Kriterium. Wir machen auch keine Prüfung nach diesem Kurs, weil das ist kein Kurs, der nur in der Wissen vermittelt und dann stumpf abprüft in der Klüsenprüfung. Und wir messen das, wie gesagt, an den Projekten. Sie können sehen, 2012 haben wir gestartet mit dem Programm Juvidu, hatten wir 12 Bewerbungen im Wettbewerb, 2013 waren 16. 2014 hatten wir den MUG, da haben sich fast vervierfacht, 58 Projektteams haben sich beworben und damals waren wir schon immer bundesweit der größte Wettbewerb auf einen Schlag. Und 2015, jetzt im Frühjahr, hatten wir 71 Bewerbungen und dann nächstes Jahr haben wir fast Sorge, was dann passiert, weil die müssen ja alle gelesen werden. Dann haben wir dieses im Winter jetzt im zweiten Durchlauf eine Nutzeranalyse gemacht und geguckt, wer nutzt eigentlich diesen Kurs und nur 2 Daten dazu. Wir hatten eigentlich gerechnet damit, dass die meisten Nutzer in der Altersgruppe bis 30 liegen. Das war aber nur genau die Hälfte. 45% der Nutzer sind 31 bis 55 und 5% liegen deutlich darüber. Und wir haben uns natürlich gefragt, wer sind diese Leute? Und das können Sie hier sehen. Wir haben also Studierende sind nur 42%. Ein paar Lehrende, also 2 Dutzend. Und dann haben wir eigentlich 45% ganz normal Angestellte, Freiberufler und auch einen ganzen Anteil Arbeitslose, die diesen Kurs nutzen. Das zeigt eigentlich 2 Sachen. Das große Interesse, solche Formate und besonders auch dieses Thema zu nutzen, von Zielgruppen außerhalb der Hochschule natürlich für Lifelong-Learning-Formate. Wir haben das zum Anlass genommen, mit dem Stifterverband und der Landesregierung ein Projekt zu gründen, ein weiteres, was jetzt vor knapp einem Jahr gestartet ist, das Projekt erweitert auf die Zielgruppe Nicht-Studierende. Und das ist das Zukunftsmacher Schleswig-Holstein-Projekt. Das ist im Prinzip Juvidu für alle Bürger in der Region Kiel. Wir bieten also das Lernprogramm online an. Wir haben dazu eine Serie von Workshops und wir haben auch den Wettbewerb, jetzt, der im Frühjahr 16 kommt, geöffnet für alle. Und wir können nur sagen, bis jetzt das Interesse ist riesig, die Beteiligung auch. Wir haben Workshops, wo teilweise 400 Leute hinkommen aus der Region Kiel.
Das ist inzwischen geworden ein Pilotprojekt von der Landesregierung, in der Landesentwicklungsstrategie, und unser Ministerpräsident ist der Schirmherr. Und wir sind gespannt, was die nächsten Schritte sind, weil sich eigentlich fast täglich was ändert. Dann haben wir, der MOOC war gestartet und das dauerte keine 3 Wochen. Da fragten wir uns Kollegen aus anderen Hochschulen an und fragten, ob sie den MOOC nutzen können für ihre eigenen Lehrveranstaltungen. Und das ist natürlich genau das, was wir wollen, weil wir denken, nicht nur unsere Studenten sollten lernen, wie man so ein Weltveränderungsprojekt macht, sozialunternehmerisch, sondern tatsächlich alle Studenten sollten das lernen. Und es ist entstanden in diesen 2 Jahren ein Hochschulnetzwerk, wo im Augenblick Dozenten aus 18 verschiedenen Hochschulen mit zusammenarbeiten. Wir machen für die Multiplikatoren-Workshops, wir gucken, wie man das einbinden kann, den Kurs in Blended Learning-Formate. Wir stellen denen die gesamten Prüfungsformate zur Verfügung und. Und der Kurs wird genutzt in ganz unterschiedlichen Fachbereichen, was für uns wiederum interessant war, wo oft klassische Hausarbeiten und Referat ersetzt werden durch die Anforderung, ein Projekt zu planen und sich dann bei uns im Wettbewerb zu beteiligen. Und das geht also über den Bereich Schlüsselqualifikationen, Gründung, Entrepreneurship, Lehrerbildung, also bis zu Ethik und Kunst. Und gerade diese Woche sind 3 weitere Hochschulen dazugekommen. Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie mich an. Dann letzte Folie, wir sind gleich durch. Wir haben 3 Punkte rausgegriffen, was eigentlich eine ideale MOOC-Plattform machen würde. Und die klassischen MOOCs sind geplant worden, anbieterseitig. Ja. Die sollen eine 2 Semesterwochenstunden Lehrveranstaltung ersetzen über ein Semester. Und das ist, wie wir gesehen haben, wir haben es ja gehört, nur 3% der Teilnehmer wollen normalerweise eine Teilnahmebescheinigung. 97% wollen das nicht, das ist unsere Erfahrung auch. Das heißt, die wollen gar keine 2-SWS-Lehrveranstaltung machen. Ja. Die wollen was lernen. Und dafür ist ein MOOC ein unglückliches Format, weil das relativ, also ich sage mal, ist wie ein Tanker im Online-Bereich, relativ groß, schwer überschaubar. Und es wäre sinnvoll, viele kleinere Module zu haben, die man sich zu einem individuellen Lernprogramm zusammenstellen kann. Und an so einer Plattform, die sowas kann, arbeiten wir zurzeit. Dann haben wir gesehen, die klassischen MOOC-Plattformen sind in der Einzelkämpferveranstaltung. Ja, also man loggt sich da ein als Teilnehmer und dann kämpft man sich durch den Stoff, macht ab und zu eine Prüfung, und das ist halt ein Lernformat, was aus den 60ern stammt. Das ist purer Behaviorismus, und heute lernen die meisten Studenten anders. Ja. Die wollen lernen in Lerngruppen, in Teams, und in der MOOC-Plattform brauchen dringend Funktionen dafür, dass man sich halt zu in der Lerngruppen zusammenschließen kann, die Dinge wie Aufgabenverteilung, Zeitverteilung und haben. Das heißt, da brauchen wir eine Funktionserweiterung. Was wir aus Sicht der Lehrenden gesehen haben, in so einem MOOC haben sie dann, wir haben jetzt zurzeit 3000 Teilnehmer gut beim diesjährigen Durchlauf, und da sind halt ganz viele, also ungefähr 2 Dutzend Lehrende, die den nutzen, und was wir bräuchten für die, wäre eine Möglichkeit, dass die eine Lerngruppe, eine Kursgruppe einrichten könnten, um spezifisch ihre Studierenden erreichen zu können, während die den MOOC nutzen. Und das wäre auch eine wichtige Funktionserweiterung für MOOC-Plattformen. Dann möchte ich mich noch kurz bedanken. Der Stifterverband hat uns nicht nur einmal finanziert, sondern mehrfach. Die Landesregierung macht mit vielen Ministerien und der Staatskanzlei an unterschiedlichster Stelle was. Das BMBF hat mitgefördert, die Robert-Bosch-Stiftung, Gesellschaft für Energie und Klimaschutz und die Medienförderung Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Bleiben Sie ganz kurz einen Moment bei uns. Bleiben Sie für eine Minute da. Ich möchte schon mal den nächsten Gast, Anne-Sophie Gavin, auf die Bühne bitten. I would like to ask you to prepare your presentation. Ich würde Ihnen gerne in der Zwischenzeit eine Frage stellen, bevor wir den nächsten Vortrag hören. Sie haben davon geschrieben, dass Sie dafür sorgen müssen, dass es Lernteams geben kann. Aber gerade bei Ihrem Projekt scheint es mir ja spannend zu sein, eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Nutzern des MOOCs herzustellen. Wie könnte das zukünftig laufen? Das ist ja ein offenbar entscheidendes Element. Ja, also wir haben ein eigenes Tool in Programmierung, was genau das machen wird, was im Prinzip so eine Art Facebook-Gruppe ist, eine offene. Nur Facebook wollen halt 88% unserer MOOC-Nutzer nicht nutzen. Das haben wir gesehen, das haben wir letztes Jahr versucht. Und deswegen haben wir jetzt eine neue Plattform in Programmierung, die das direkt verbindet mit den Lerninhalten, diese Funktionalität, um das ermöglichen zu können, die bundesweite Vernetzung, dass man sich auch sagen kann, hier, wen gibt es denn zum Beispiel in Hamburg, wer hat Lust, sich heute Abend in Café XY zu treffen? Das sind so die typischen Fragen. Und die zweite Frage, die mir in den Sinn kam, als ich Ihren Vortrag hörte, ist der Umstand, dass sehr viele Nutzer den MOOC nicht linear nutzen. Das wirft ja viele Fragen für die Konzeption eines MOOCs auf. Was sind Ihre Konsequenzen daraus?
Also unsere Konsequenzen sind, wir planen jetzt eigentlich eine Modularisierung der Inhalte, dass wir sagen, kleinere, überschaubare Lernmodule, die vielleicht für einen 4-Stunden-Workshop entsprechen würden, die man sich eigentlich so bouquet-mäßig zusammenklicken kann als Nutzer und einen ganz vollkommen individualisierten Kurs daraus erstellen kann. In die Richtung werden wir arbeiten, weil wir denken, einige sind da, die wollen vielleicht was über Finanzierung wissen, andere wollen wissen, wie plant man eine Projektstruktur. Und da sind halt, wie gesagt, 5-10% nur, die alles wissen wollen. Ja? Und man muss es diese eigentlich in der selektiven Nutzung erleichtern und dafür sind die gegenwärtigen Plattformen nicht wirklich optimiert. Und zum Schluss noch vielleicht eine Einschätzung, was den Aufwand angeht. Es gab gewisse Fördermittel. War das alles ausreichend oder haben Sie in weit unterm Strich wahnsinnig viel Eigenaufwand betrieben, um das Projekt in der Form möglich zu machen, wie es sich dargestellt hat? Also wenn Sie jetzt nach dem Projekt fragen, ist die Antwort eine andere als nach dem MOOC. Also der MOOC hat uns, ich komme aus der Medienproduktion, ich produziere seit vielen Jahren Dokumentarfilme fürs Fernsehen, auch im Wissenschaftsbereich. Und Sie müssen zum Vergleich wissen, 70.000 Euro wäre das, was Sie für einen 45-Minüter brauchen würden im Fernsehen. Das heißt, da muss man, ist klar, was man für Abstriche da machen muss. Und wir haben für knapp 5 Stunden Material haben wir ca. 70.000, 75.000 Euro gebraucht, die wir halt zu 2/3 dann aus anderen Quellen hatten. Mhm. Und darüber hinaus gab es natürlich wie bei allen MOOCs viel unbezahlte Arbeit, weil es interessant war. Ich frage mal ganz kurz rüber, sind wir soweit mit dem nächsten Vortrag? Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich. Wir haben nachher nochmal Gelegenheit, auch mit dem Publikum weitere Fragen zu besprechen. Anne-Sophie Gauvin von der Aberdeer Fine Arts Academy wird ihren Vortrag auf Englisch halten und wir werden nachher Gelegenheit haben, auch auf Deutsch und Englisch Fragen zu stellen. Bitte, it's up to you. Okay, thank you. Hello. So, it's nice to be back in Berlin. Only 6 months ago I was here with my colleague Stefano Mirti, that you might have heard of, to present Design 101 and our other MOOC-related activities. And another conference called D-Class, Future Education for the Future Economy. And to some surprise, we were here to talk about the dark side of the MOOC, so the ugly side, the behind the scenes, so the basically the hours we spent not sleeping to prepare our lessons, our video for the morning, the fights we had between each other, the money it cost us, the enormous amount of money it cost us, and all these things that didn't really make sense at the time and that maybe still keep on not making sense today. So this is the question. But still, we keep on working on our MOOC activities, and we're moving forward, and I think we're improving. And so today we're here to talk to you about our concept of the MOOC, how it worked for us, which future we see in MOOCs and other open online education opportunities. So, but this time is even nicer because the Dragica Nikolovska, a student from Design 101, flew all the way from Skopje to share her own vision of the whole. So I present you Dragica. Thank you. So I come from Skopje. I'm an architect and I graduated by the old program in School of Architecture in Skopje, which was old program, it's not even ECTC system. ECTS. So, because Macedonia was really slow at these things. So you can imagine how different and how strange was this online course for me, generally all MOOC courses. But one day, suddenly, I stumbled upon one beautiful video on internet. That you might have seen. So does anyone of you know Design 101? I recognized a couple, a few faces, but there's a problem with internet and we can't watch the video. So, I mean, we can try again, but I'm not sure. Zula Sen? No, I it's don't not think working. It's, I do not think it's going to work. Okay, the video was it was a video trailer for the course. Yeah, it was basically with my colleague Stefano as a puppet, saying, telling everyone, are you ready? In a couple of months, we're going to start this wonderful design class that's going to be turned into a community of students. We're going to make things together every day for 101 days. Every morning, we'll send you postcards. We're going to travel throughout the world, and we're going to be in a different place every morning, send you postcard and a letter.
with exercises to complete, movies to watch, music to listen to, and then you'll have to make your little exercise and share it with us on the community, online, on iVersity. Yeah, and just as I saw, I enrolled this course because it was a call from Milan for design. I couldn't miss it. And this is actually how this almost three-year story begins. It was my first MOOC experience. It was exciting, contagious, and it all worked perfectly. They had prepared everyday tasks about the things, a lot of things that I wanted to read about, but I didn't have time or didn't find literature. So now I had them every day, packed in extraordinary videos and prepared with links which were really easy to follow. So you can check our course archive. It's prepared by our two friends on design. Two students. Also. Yeah, on design101.net, and you can see all the things that we made in design 101. So, in our video trailer at the beginning, we said that we had one goal, and it was to create a community. It was not to educate thousands of people. It was not to become rich. It was to create a community. We realized that traditional deductive-based education models are outdated. In the world we live in, where YouTube, Facebook, Twitter basically monopolize all our time, we can observe very strong cognitive shifts in students. So what happens when we take these new media inside the classroom? The best way to teach, we believe in a MOOC, is to transform the classroom into a community, to make sure that students interact as much as possible between each other and with the professors, of course, but so to encourage communication. So how to transform a class into a community using social media? This is what we didn't really understand how to do until we did it. This is what we had our mind focused on since from the beginning as teachers, and we focused on throughout the course. And now the question is, did we manage to do it? Did we manage to transform the course into a community? And I think that we did. I was on the teacher's side, but as a teacher, one of the first times where I really understood that there was something special about this course was on day 98, when a group of students from the community, from our Facebook arena, which is our Facebook group where we have 3,000 students there exchanging things on a daily basis. So one student, Mu, from Russia, said, why don't we give a break to our teachers for one day and we produce the lesson for them? And she got 300 replies. So it took them, I think, a week. This was a week before day 98, so it took them a week to prepare. They contacted us. They said, is it okay if we prepare? Can we? We said, okay, we don't have any video ready for next Sunday. So we gave them the next Sunday, and we could rest for a day. The lesson was even better than the ones we gave, of course. So about 30 students got together from all over the world on these making the letters. One person was making a collage for a sticker for the letters, because our letters were very also graphical. One was taking charge of the references for the homework of the day. Basically, a very, very huge amount of work was done by all of them, and it was fantastic. So from that day, it gave us an idea. So if the teachers can become professors, this is incredibly powerful, because we were, as teachers, almost dying, producing all this material, killing ourselves for 101 days. Maybe now we can get we can divide tasks with the students, and eventually the students could become professors, teachers, or part of the teaching team. Another thing we really believe in is to organize physical meetings. We think that in every online teaching activity we do, we always plan, organize, and mention from the beginning that at the end or in the middle there is going to be
a meeting. This adds a lot of value to the whole, and so this is why after at the end of Design 101, we organized an exhibition at the UDK in Berlin here. We called it Blaublumen. So the last exercise of the course was to make a blue flower that would be selected. 101 of them would be selected online by everyone. And the students shipped them to Berlin and we exposed them at the UDK. And about 100 people also came from all over the world to the exhibition. So from Porto Alegre to Tokyo to Spain to Texas. It was very nice. And then, so this was in April. And during the summer, we said, okay, now we don't have another MOOC planned for the next coming months. How do we do to keep the students active? We plan a summer camp. So we planned our an architecture summer camp that was not linked to iVersity, but just to keep the community moving, running. So it was a 1 month summer camp, 1 month online on Google Plus, and 1 week offline in Siracusa in Sicily. About 100 students started online. Then we have the data after. And 7 people came to Sicily. It was very nice. Dragica came to Sicily. And so here actually is interesting data. So 42,000 students enrolled to Design 101 on iVersity. 10,000 started the course. 629 completed it. 350 asked for the certificate. 300 submitted works for the final show, so for Blaublumen. 20 came to the show's preparation because we had 2 meetings in Berlin, a preparation and the final show that 100 people came. 69 started our summer course online. 26 completed our summer course, our summer camp online. 7 came to Sicily. 3 made an internship with us in our office and 1 remained with us to work. So, okay. yeah, this is Claire. I don't know if she's going to be very happy to. Hi, Claire. I think you're watching us also in streaming. Claire is our fantastic community leader. She manages the whole Design 101 experience. So, what else? So, our physical meetings. Then, after the summer camp, we said, let's start another MOOC. We talked to iVersity. We want to do something else. Let's do Architecture 101. Now that we did a summer camp in architecture, let's do the MOOC. So we planned our MOOC, Architecture 101, still 101 exercises in the world of the basic world of architecture. We're not going into very intense academical courses, but and we divided it into 3 MOOCs. So Architecture 101 Part 1, Part 2, Part 3. 3 individual MOOCs that last 2 months each. In total, give 9 credits, ECTS credits. And in Architecture 101 is where things change a little bit. So at the beginning of the course, a month before, we said, okay, now Architecture 101 is going to be fantastic because you, the students, are going to run the course. We posted this in our Facebook arena on Facebook, our Facebook arena, our group. And then we got 100 replies again. So I want to be this, I want to do this. So we understood that we had so many people who wanted to join us that we said, okay, we'll form some cells. So now the people running all our Design 101 related activities we called it the Design 101 cell community. So we have a cell for Facebook, a cell for Twitter, a cell for Instagram, a cell for iVersity, a cell for FAQs, a cell for the encyclopedia. What do we have? The archive that we do on a daily basis to archive all our materials on a different website. We have our graphic cell. We have our summer camp cell because eventually every week a new cell forms because there's something new to do. So now we have, I think, 25 cells. And got into a cell, the Facebook cell, at the beginning of Architecture 101. And yes. This was totally new experience. We were organizing the things, and suddenly people who were from previous courses interested in design and architecture now become interested in organization and evaluation to other students. It was really nice experience. And
they were really enthusiastic. We were all really enthusiastic. It all worked perfectly. Not perfectly. Of course. Actually, we had many problems on a daily basis because we did not know how to do this, and no one knew how to do this. And I was not there to give instructions either because, okay, these people are... So it was very difficult, but it was very nice. It was a great challenge. The experience was really nice because actually there was also an offline part where we met part of the people in Blackenrath in Germany. There was a small place. At the end of the course, we did the summer camp. Yeah. We had the exhibition there. And now there are people from all over the world, Algeria, Panama, Brazil, Italy, everywhere, that are working for this course, and it's really amazing. And now we're preparing Design 101 Round 2 that we're shaping as Architecture 101, so divided into three parts. That will start on the 5th, October 5th. So this week I sent an email to our Cell community saying that, okay, now we're starting this new experience. Now we're going one step above. You become the teachers officially. You don't just run the community, but you also send the emails in the morning. You you have your names on the iVersity page. And Hans, you don't know this yet, huh? That's our new idea. So, and everyone got, I think it's going to work very well. It's another challenge. We still don't understand how to organize this perfectly, but I think we're looking forward to. We will. So, thank you. Thank you. Stay a few minutes with me. Please stay a few minutes with me on stage, but I will ask Alberto Suarez to prepare his presentation. One question. You said meeting is very important. Why is it that important, and how did you organize it? What was the relation between the MOOC and the meeting? Well, we have been also doing past experiences, mixing online, offline in the past, and we believe that we don't believe in strictly online. Mm-hmm. We think that it's also important to meet and to we like to transform to digital, to analog, to password, and also in our activities. And of course, we teach, we often mix the digital and the analog. And if I never met Dragica, I met her twice for two summer camps. And someone asked me, oh, you can invite a student. Oh, I thought, I mean, I have many, it was hard to choose, but I thought of that. I wrote to Dragica. I met her. I know. We get along well. I know she's going to. We're going to give a fantastic presentation together, and eventually you get to know each other more. And eventually, I know in the future that with Dragica I could collaborate into something else, another project, not MOOC related, but yeah. Thanks a lot. We will continue discussing afterwards. Okay. Thank you. Danke Ihnen. Do you need this, the microphone? Okay. Ich darf Ihnen nun vorstellen, Professor Dr. Alberto Suarez von der Universidad Autónoma de Madrid. Thank you very much. Well, I apologize for not being able to carry out this presentation in German. I'll try to do my, I mean, I understand a little bit, but my German would be terrible. So I want to start thanking the iVersity and the Stifterverband for organizing the contest that we participated in, and for being selected, and Stifterverband and On Campus for the organization and invitation for this conference. With three of us, Anna from the audiovisual production, and then there's Jasmina from Sarajevo, who did is the student participant who actually did the subtitles in English for the transcription for the whole course on a voluntary basis, and that was one of the great experiences of the course. And Alberto Suarez, that's me, of course. I'm going to divide, the presentation is going to be divided into two parts. First, before starting my presentation, I want to thank the other participants in the MOOC competition who actually got selected, because I think their courses were excellent. I followed a couple of them, not thoroughly, but to some extent. There was, especially in English, which were easier for me to follow. And I, in particular, the Design 101 and the Future of Storytelling, I think you're somewhere there. I think they were great. So we really
we're in very good company. I think it was very important for us as well to have very good quality for video production and visual production, even though our course is very different from the ones that you know, you both made, that were more amenable to graphical presentations. We tried to do a course on finance, which had a lot of programming and mathematical requirements, and that's very difficult to translate into a video language, but we really made a strong effort on that aspect. Anna is pretty much responsible for that, and I think we were successful, but I mean, you, if you have seen the course, you're probably better judges of that. So the challenges were harsh, because this is a financial course which requires, I mean, this is about financial risks mainly, and we're trying to basically use the finance part to teach Monte Carlo methods. That was our real goal. But the finance is a good hook for people to take this course. The course is quantitative. It's more about mathematics, statistics, probability, and programming than it's about finance. But we do have three different areas that have to be mastered at the end of the course. We expected people to have a good mathematical background, because this is an advanced course. This is not an introductory course. It's not for everyone. We didn't expect people to have a programming background. However, of course, if you haven't done programming, to start with a MOOC, which is not about programming, with a programming challenge, that's not an easy task. So this is the difference between this course and other courses is that this is not an introductory course. This is an advanced course, and that presents particular challenges. I think MOOCs are difficult for advanced material. We're alone, whereas in presential teaching, you have the help of not only your professors, but also your students, the community. We didn't stress too much the community here. I think individual work was very important for this course. And we wanted really to have a very specific subject at the advanced level, okay? And that's what's new from the point of view of academic standards. So we had problems with the mathematical skills. People were supposed to know something about calculus, probability, and statistics. So this is not an introductory course. And then the programming as well is complicated. We used MATLAB and Octave. MATLAB is, you have to pay for it, but they were generous and offered the license, only limited to the course. But that was enough. And for those students who preferred to use an open software, they could use Octave. We made sure that both Octave and MATLAB worked for these, so that you, if you didn't have MATLAB, you could actually use the software. And of course, since the license expired at the end of the course, we didn't want the students to be left, you know, without being able to run their simulations after the course. The structure is pretty standard. We were instructed to do a one semester course, so it was rather long. We realized later that that was probably not a good idea. It was 9 chapters, 14 weeks. And, you know, in hindsight, this course is really 3 courses. I mean, there's an introduction on probability, there's something on stochastic differential equations, and at the end, there's something on financial risks. And you have to have the 3 pieces, otherwise you don't get to the end. So those, you know, really, this is a course that should probably be decomposed into smaller chunks, at least 3. This was the structure. We had 9 chapters, one or two weeks per chapter, then in each chapter, 1 presentation unit, 8 to 10 audiovisual units, basically a video plus test at the end with some text support and some PowerPoint presentation support, and at the end, a homework unit for each chapter. I think what's important in the course, again, is the effort that we made to make a very good quality audiovisual course. We introduced something that we haven't seen in many MOOCs, except probably for Khan Academy, that does a Blackboard presentation, basically. But we did presentations on a physical Blackboard. We really thought that the Blackboard was a very human element. I personally love Blackboards. Students who have been subjected to PowerPoint sometimes say, well, you're going too fast with PowerPoint, we need a Blackboard. The Blackboard has a very human pace, is really a very elegant tool for teaching, and we still think, even in a digitalized world, having a Blackboard on a video, it's important for the human connection with the images that you're seeing and to get
sort of the right atmosphere to enter into the subject. And it's a very nice way of laying out things. We also use tablet presentations, so both Blackboard with me writing on the Blackboard and explaining things, tablet presentation animations, both from simulations generated with MATLAB, and we had also a small cartoon made by a professional animator. Then we had a walkthrough and execution of code, simulations, and what's very important, and that's really Anna's contribution, high quality audiovisual production. You can't imagine how much work I, who teach the course on a presential class, how much work we had to do to transform the material, the same materials, exactly the same, to a video format. That's, I mean, everybody will speak about how much time we spent, much more than, you know, you cannot quantify it in euros. It's a different scale. but we did a lot of scripting, storyboarding. I learned a lot about how to put material in a format that would be suitable to videos, which is great for me, it was a good training. And we had a very good professional sound and image quality and editing. I mean, most of the courses are just, you know, someone standing there or just a PowerPoint presentation. We used a lot of cinematographic language, I mean, the editing, and that works. Actually, I mean, I hope it worked because it was a lot of effort for Anna. But I think also the students recognize that suddenly there's something different from other MOOCs. Okay, we're not the only ones who use these tools, of course, in the 10. I think they were very good video professionals, actually. I was impressed. So the problems that we experienced, and I'm saying that we did things wrong, these are just problems that we encountered. The course was too long, 14 weeks. That's way too long for these type of courses. The course was difficult. It requires a lot of skills. Not many students have them. They come from different backgrounds, levels, skills. A small percentage had even access problems, the fact that they didn't have access to the internet. I mean, we targeted a worldwide community, so, you know, not everybody has high-speed internet, and you will see later from comments from students that this could be a real problem for scaling up a MOOC. So design and production of the course is very, very laborious. The management of the course, on the other hand, is very easy. Someone told me at the beginning that the production was easy and the management was difficult, but the management was actually nothing compared to the production. It was very enjoyable. You get a lot of feedback from the students because they're very enthusiastic, receptive, collaborative, so that's, even if it's a lot of work, it's very rewarding. You are not alone, and it's being recognized at the same time. What we enjoyed most is the student input and feedback, definitely. I mean, that was really, really a very good experience. The students themselves had a lot of support among themselves, spontaneously. We didn't structure any Facebook community, we didn't structure anything for... This was a rather traditional course, if you want. Not a community-based, not a student-based. It was more material-based, if you want. But they organized themselves, they gave very carefully drafted answers. And actually, some of the students were advanced. I think they already knew the material, but they were following the course and doing the exercises. And the answers, they were so detailed and so carefully worded that we didn't need to actually improve them. We just, I mean, iVersity has a tool to validate the answers of its students, and that was just, you know, read the answer and say, this is perfect, I couldn't have said it better, so that's okay. And there are a few of them, but they're very active, and that's a great help. We had already been told that in the workshop 2 years ago, that there would be a group of students that would help you a lot in teaching. I think that's a very... So the student contributions went so far as, you know, some people created a Python community. The course was in MATLAB Octave, and they translated the programs, every single program, to Python. And there was even an R community. So, you know, this is voluntary work. Nobody's asking them to do it. Nobody's rewarding them from doing it. They just did it because they thought it would be useful for the other students. So that's really a great experience. And I would... especially recognize Jasmina because she really transcribed every single word that was spoken in the course. Now, this is very interesting. Jasmina is from Sarajevo. It was very interesting because at the beginning we were thinking of subtitling the course in Spanish to have people who are fluent in Spanish but not in English can being able to participate in the course. And we
kept getting requests for subtitles at the beginning. I say, well, subtitles in what? I mean, and the subtitles were in English. The problem is that, you know, English is like the Latin of the modern world. Many people understand English when it's written, but not when it's spoken. So that's what we had. Basically, the students from, you know, different countries can recognize written English, but do not understand oral English. So that English subtitles were needed, even though the course is in English. So that's something we learned within Aspect. And that's important, I think, for the course. The students' feedback was mainly positive. The first one is not from the iVersity platform, it's from Class Central, which is a reviewer of different MOOCs. And I think it's a comment that for us was very rewarding because it says what we know. It's a difficult course, only from a strong maths and a stats background. That was not for me. Has good content and tests, so it's well worth it. I hope to take this with my maths improves. So that's really great. I mean, someone who says, well, look, this course looks interesting. I'm going to do something to take this course. That was a great compliment for us. We had other comments. I give to the course, I suppose, 5 to 4 hours daily. That's much more than what we had actually planned. And this person was in a problem in a place where electricity was failing 15 to 18 hours a day. So, you know, he couldn't work. Just didn't have physical access. He or she, I don't know. The final comment is the one that got the most vote. And since it's positive, I just put it there. And especially because it thanks the team, which is, you know, just to list the whole team, video production team, academic production team, and I was coordinating both aspects, if you want. So now, you know, we would like to, we've gone through this experience and we would like to share with you what we think could be the future of MOOCs, at least for us. And since MOOCs have become a polysemic word, I'm going to remind the definition that I would like to use for MOOCs. This is not possibly the universally accepted one, but I want to use this one for the following discussion. So it's an online course for high-level education, high-level, okay, so specialized, advanced, accessible to a large number of people worldwide. I think that's, for me, what the MOOC project I would like to have, not just, you know, to have a small MOOC. I don't want to have, I mean, I also want to have blended learning, and I'm using this course for blended learning, but this is not the goal, the initial goal of MOOCs. I don't want corporate MOOCs, I don't want SPOCs, that's sort of the opposite of a MOOC. So we want to scale up education, at least that's what my idea of MOOCs is. So for the online education revolution, if you want to use the hype of a couple of years ago, we need a more radical curriculum redesign. I found evaluation to be a nuisance in MOOCs. It works as a filter. I mean, MOOCs have a problem with retention rates. Students go down. If you keep evaluating, you're putting filters, and at the end it's even worse. By the way, we don't have any figures, but they're exactly the same as the Design 101. I was really surprised because the numbers are pretty much the same. We got maybe 30,000 students at the beginning, and then at the end around 700 with paper. And this is basically a universal figure. I don't know, it happens with every course, it seems. So I think we have to separate the evaluation from learning. I don't know how to do it. Maybe the model is the, you know, the English proficiency courses, first certificate. You learn whatever you want, and then you get a certificate somewhere else, an evaluation, separate evaluation agency. I don't know. But I think also we're trying to translate existing academic degrees and academic plans, and that's very difficult, I think, for this medium. I'm not very comfortable just, you know, translating one subject, one MOOC. That doesn't really work, I think. So we have to create new academic plans, new academic degrees. I don't know how to call them. I don't want to be very specific about this. They have to be more flexible. They have to be suited to online learning. And also the part of recognition, which is a difficult part, I think. How do you get one of these online courses being recognized as valuable by industry and society? That's something I don't know how to do. But anyway, for the academic part, which I think I can I have some experience, and I'm not going to say anything new. Probably this is research on MOOCs. I'm not a specialist on MOOCs, so this is all from our own thinking, and we haven't really explored literature.
but we want to think of MOOCs in the same way as we think of programs. The MOOC we did was a standalone program, and we don't want a standalone program. We want to create a learning structure that has an objective. So, you know, this is what would be an example. I put 2 years here, but this is just to avoid you thinking about the bachelor's, because I don't know whether this is a bachelor's, a master's, or whatever. But we need a degree, so we need to have an objective at the end. We have to divide that into modules, probably no more than 4 weeks. Those have to be divided into chapters. The 1 week is a very nice unit for a chapter, 1-2 weeks if you want, but week is nice. Each unit could be 10 units of audiovisual material, let's say 2-3 minute video plus exercise, etc. Something of that sort. But what's important is that the learning blocks have to be designed in a modular way, with clearly specified entry-level requirements and learning outcomes. And the idea of reuse is very important because this is very costly to produce. So we want to do it well, and we want to do it not, you know, every MOOC again. We need to have one way of reusing material. I mean, I had a lot of probability in my course. Why did I need to produce the probability material? That could have been another MOOC, probably for weak MOOC, and then I could plug in my financial risk analysis at the end. I mean, that would have been better, probably. But again, we were asked to produce a standalone course, so that's what we entered. And I think it's important to create these learning networks with a sort of, you know, given the Lego pieces, the entry and the outcome, you can sort of plug them in into a network, and then you can have a very flexible curriculum, but also a very strongly structured. I think we lack structure in the learning, and that's why MOOCs are sort of isolated efforts that tend to fall a bit flat at the end because there's no structure to strengthen their relations and take advantage of their synergy. Okay, and that's sort of our idea, which is not new again, and you articulate the learning blocks to reach your objectives, which of course is what we want. Yeah. So this is everything. Thanks for your attention. And thanks a lot, Professor Dr. Alberto Suarez von der Universidad Autónoma de Madrid. Ich darf schon mal Herrn, stay with me a few minutes, please. Ich darf schon mal Herrn Professor Schlauderer bitten, seine Präsentation vorzubereiten. You said we need, there's a need of a radical redesign of the curriculum. What does that mean to you? How can we do that? And what does it mean for a university? Because now we're designing the course in the same way as we're designing a subject that we're teaching presentially. And I think, you know, in a class, the students have to be from the beginning to the end because they have to do that to get the degree. Whereas in MOOCs, that's not necessarily the case. And the idea of going to smaller units is basically to make possible a hierarchical structuring of the curriculum, which is not what you do in a regular degree, or you do it, but not to a sufficient level of granularity. I mean, if you want, we're thinking of modules at different scales, like functions in programs. I mean, I'm programming, so instead of, you know, making a big program, you make small programs. And the smaller, the programs are made of pieces that are assembled. And the smaller you go, the more general they can be reused everywhere. Of course, when you go high, they cannot be reused because they're specialized. And that's the idea. We have to sort of design better at a smaller level so that we can ensemble the pieces and be more flexible and robust. Okay, thanks a lot. Thanks we will you. Continue afterwards after the next 3 very fast presentations. Wir sind nämlich etwas zurück im Zeitplan, ganz unmerklich, nur eine halbe Stunde. Die Uhr mal locker wieder raus. Ich darf Ihnen Professor Schlauderer vorstellen von der Hochschule Wein, Stefan Triesdorf. Es geht um einen MOOC, der in Deutsch und Russisch präsentiert wurde. Sie haben das Wort. Also ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich schneller machen werde, aber ich habe es auf 10 Minuten getimt gehabt. Schauen wir mal, ob es hinhaut. Ja, meine Damen und Herren, wir haben einen MOOC gemacht im Bereich Agrarmanagement. Ich glaube, Landwirtschaft ist nicht der Bereich, der dafür bekannt ist, sehr innovativ und nach vorne zu gehen. In manchen Bereichen schon vielleicht, aber es gibt auch die andere Seite. Ich habe es folgendermaßen aufgegliedert. Warum haben wir überhaupt teilgenommen? Ich glaube, es ist ein wichtiger Bereich, der ist bei einigen herausgekommen. Die eigene Motivation, warum man überhaupt diese Schritte macht, ist, glaube ich, wesentlich. Und muss man mal ein bisschen näher anschauen. Wie groß war der Aufwand, Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Ich habe Ihnen einen Teilnehmer, Herrn Jens Rieser, mitgebracht. Damit wir das Spektrum auch sehen, von jungen Studierenden bis hin zu älteren Kollegen, die dieses Wissen nutzen. Was haben wir gelernt und wie machen wir weiter? Also relativ stringent mal durchgeordnet. Wer sind wir eigentlich? Hochschule Wein, Stefan Triesdorf, Fakultät Landwirtschaft.
Das Ziel von unserem Team ist eigentlich, die Lebensbedingungen im ländlichen Räumen international zu unterstützen. Und wir sind landwirtschaftliche Experten, wir machen Farmmanagement. Und dieses Wissen weiterzugeben, damit es Menschen besser geht, ist die Grundmotivation unseres gesamten Tuns. In der Lehre bei uns an der Hochschule, aber auch alle anderen Aktivitäten darüber hinaus. Und was wir feststellen ist, dass natürlich in diesem Bereich Farmmanagement erhebliche Wissensdefizite weltweit bestehen. Wir können einen Beitrag leisten, dass es Menschen besser geht. Und das haben wir auch in anderen Bereichen gemacht. Unsere Plattform dafür ist ein internationaler Masterstudiengang Agrarmanagement. Wir haben den Studiengang exportiert in viele Partnerhochschulen, auch deutschsprachig. Es wird also unser Studiengang dort mit gleichen Inhalten angeboten. Wir haben das Interesse, dass unser Wissen dort verfügbar ist. Und wir machen zurzeit eine Akkreditierung gemeinsam mit 12 Partnerhochschulen international. Wir machen Rektorenkonferenzen, Weiterbildungen, Seminare. Alles, wo wir den Gedanken haben, das hilft, dass die Landwirtschaft sich besser entwickelt dort. Warum haben wir teilgenommen? Es ist vielleicht schon ein bisschen daraus herausgekommen. Wir möchten dieses Wissen weitertragen. Unsere Partner sind eigentlich Partnerhochschulen in diesen Ländern. Russland, Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, im Kaukasus, Paraguay. Wir haben ein sehr starkes Alumni-Netzwerk, wird in den deutschen Hochschulen, denke ich, massiv vernachlässigt. Ganz wichtiges Medium, die Alumni zu unterstützen. Wir möchten Studierende allgemein unterstützen. Wir wollen Fachleute aus der Praxis unterstützen und Interessierten allgemein eine Möglichkeit geben, sich weiterzubilden. Als Vorgeschichte habe ich mal geschrieben, wir haben angefangen, Lehrveranstaltungen bei uns aufzunehmen, Bildschirm, der Sprechende, äußerst langweilig. 1,5 Stunden lang Vorlesung, die interaktiv in einem Vorlesungsraum stattfindet, aufzunehmen. Das hilft dort, wo wir unseren Studiengang deutschsprachig haben, dass man die Fachwörter hört, aber es ist kein Lehrinstrument als solches. Es ist zu langweilig. Und deswegen war MOOC eigentlich die natürliche Fortsetzung von dem, was wir machen möchten. Ein interaktiv weltweit verfügbares Medium zu haben, wo Leute sich gezielt Fachwissen aneignen können. Kostenfrei. So, wie groß war der Aufwand? Oh ja, der war groß. Frau Lorenz, die Skala, die Sie gehabt haben, von 25.000 bis 108, da bewegen wir uns alle rechts bei den 108 und mehr, weil der eigene Aufwand, also wenn man selber was macht, rein ökonomisch gesehen, das sind natürlich Kosten, ne? Und wenn Sie mal eine Professorenstunde ansetzen, eine Mitarbeiterstunde, da sind wir sicherlich bei mehr wie 100.000, bei jedem MOOC, der hier stattgefunden hat, erheblich mehr, mit Sicherheit. Also man darf nicht die Kosten nehmen, die man gezahlt hat. Wir haben einen Vorteil. Wir haben wirklich ein Team von gleichberechtigten Akteuren, 2 Professoren, 4 Mitarbeiter, die Inhalte alle kannten. Wir haben also genau gewusst, was wir weitergeben möchten. Es war für uns aber sehr hilfreich, dass wir die Kurse hier vorher gehabt haben, weil nach diesem Kurs, dem ersten Kurs, den wir hier gehabt haben in Berlin, haben wir das Spektrum ganz deutlich eingeschränkt und haben ein Segment herausgegriffen, was wir in diesem MOOC darstellen wollten. Und das war hilfreich, weil sonst wäre das Ganze nicht mehr umsetzbar gewesen. Wir haben innerhalb von diesem Team eine zuverlässige Zusammenarbeit, wir haben die Arbeit aufgeteilt, das hat funktioniert und wir hatten einen großen Vorteil. Wir haben einen Mitarbeiter, der die EDV liebt, der hat Tag und Nacht daran gearbeitet. Ohne den wäre es auch nicht gegangen, trotz allem anderen, was wir gerne machen. Schwierigkeiten, die Eingrenzung der Lehrinhalte, wo schneidet man genau? Qualität der Videos und Audioaufnahmen. Ich habe Kontakt aufgenommen zu unserer Hochschule in Ansbach. Die haben Medienbereich, die haben Fernsehstudium, Audiostudio. War alles zu kompliziert, wenn man mit 4, 5 Akteuren arbeitet, Terminabstimmung und so weiter. Wir haben uns dann ganz einfach eine grüne Leinwand gekauft und Kamera gekauft und haben das selber aufgenommen. Da konnte jeder individuell daran arbeiten, wann er Zeit hatte. Sonst, glaube ich, hätten wir das auch nicht geschafft. Wir haben eine große Sorge, eine zeitgerechte Beantwortung, wenn viele Fragen sind, wenn viele Leute sich einschreiben. Iversity hat das gut gelöst. Es sind nicht so viele Fragen gekommen, wie wir befürchtet hatten. Die gekommen sind, konnten wir beantworten und war für uns auch sehr interessant. Wir sind vor allem im russischsprachigen Teil unterwegs. Und das heißt, wir haben das Ganze auch russischsprachig gemacht. Das heißt, wir haben zuerst die deutsche Version gemacht und dann Assistenten von uns, Muttersprache Russisch, das Ganze auf Russisch sprechen lassen, nachsprechen. Also man hat den deutschen Akteur gesehen, der Ton wurde runtergefahren und Russisch wurde hochgefahren. Und schon hatten wir 2 MOOCs, einen deutschen und einen russischsprachigen. Und mittlerweile haben wir 3, wir haben das Ganze auch auf englischsprachig.
weil Aversity gesagt hat, wenn ihr das englischsprachig macht, habt ihr einen viel größeren Einzugsbereich. Teilnehmerinnen, deutschsprachig 3.500, russischsprachig ca. 1.500, also insgesamt 5.000 bei dem ersten Durchgang. Deutschsprachige Einschreibungen, die allerersten, die sich eingeschrieben haben, waren Inder und Pakistani. Die konnten sicherlich kein Deutsch. Und zwar viele, Hunderte. Die haben sich dieses Instrument angeschaut, MOOC. Wie können wir das nutzen später für uns? Die wollten nicht die Inhalte lernen, die waren an dem Instrument interessiert. Und das ist was, was ich ja auch noch in den Ring werfen möchte. Ich erfahre, international stehen wir im Wettbewerb. Und die MOOCs sind ein Wettbewerbsvorteil, wenn man welche hat, oder ein Wettbewerbsnachteil international, wenn man keine hat. Es geht darum, auch Wissen zu transportieren, primär, ja. Aber wenn man als Hochschule im Wettbewerb steht, mit englischen, mit amerikanischen, mit französischen Hochschulen, in unserem Bereich sind die in den ganzen Hochschulen, wie wir seit 20 Jahren sind, heute auch alle aktiv, dann ist es auch eine Frage, ist denn diese Hochschule, mit denen man kooperiert, also wir in dem Fall, sind die aktuell? Haben die neue Ideen? Bringen die uns vorwärts, fragen uns die Partner. MOOC ist eine Möglichkeit, wo man sagen kann, ich glaube, es war der erste russischsprachige MOOC, der angeboten wurde. Jedenfalls haben uns das die russischsprachigen Studierenden gesagt. Man muss im internationalen Wettbewerb sich heute sehen. Wir können nicht sagen, nur Schleswig-Holstein oder nur Bayern oder nur Deutschland. Wir stehen im internationalen Wettbewerb mit unseren Hochschulen und wir müssen Angebote machen, wo wir konkurrenzfähig sind. Und die Angebote machen heißt, man muss sich dem Wettbewerb stellen. Wir verlangen es ja von allen anderen auch. Und wir als Professoren und Lehrende, wir müssen auch in dieses kalte Wasser reinspringen und uns damit auseinandersetzen. Und dann erfahren wir aber viele interessante Sachen. Zertifikate bei uns haben eine Untergottrolle gespielt. Ich glaube, wir haben nur 2 Stück gehabt, die nachgefragt haben. Es haben ungefähr, ich schätze 15-20% den gesamten MOOC tatsächlich durchgemacht, maximal. Und vielleicht 20, so wie es vorhin mal dargestellt war, 20-25%, die dann immer sich die Sachen rausgegriffen haben, die sie brauchten. Jetzt hatten wir Lehre und Übungen. Wenn jemand gesagt hat, mit der Lehre ist er zufrieden, hat er vielleicht die Übung nicht gemacht. Aber das ist ja auch der Riesenvorteil bei den MOOC. Ich kann selektiv arbeiten und wir wissen alle, die Zeit ist knapp. Für alle. Und das ist ein Angebot, frei zu arbeiten, sich die Sachen dann zu holen, wenn man sie braucht. Und wenn Sie mal ehrlich sind in der Lehre und Sie sind in einem Hörsaal mit 200 Studierenden oder ich habe 150 Studierenden und Sie fragen sich, wie viel von diesen 150 Studierenden arbeiten jetzt mit? Wie viele arbeiten in jeder Stunde mit bis zum Schluss? Dann sind die Zahlen gar nicht so viel anders wie MOOC wahrscheinlich. Wobei der MOOC den Vorteil hat, dass die Studierenden, die dann dieses Polemie lernen, höre ich von meinen Studierenden, kurz vor der Prüfung alles rein und dann wieder alles raus und vergessen. Die haben die Möglichkeit vor der Prüfung, sich die gesamten Inhalte zielgerecht anzuschauen und sich vorzubereiten und nachzubereiten. Aber das ist ein anderes Problem. Jetzt, ich habe ja auch junge Studenten mitbringen können, aber ich dachte, es ist interessant, mal einen älteren Teilnehmer von dem Kurs hier kurz zu hören. Und deswegen übergebe ich jetzt das Mikrofon an Jens Riso. Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Jens Riso. Erstmal eine weiße Leinwand. Das, was ich mache, steht da unten. Wenn Sie Fragen haben, am besten in der Pause, weil sonst sprengt es den Rahmen. Vorab ein kleines Wortspiel. Wissen ist Macht. Nichts wissen macht nichts. Als Junger habe ich das immer falsch ausgelegt. Ich habe gedacht, wenn ich eine Arbeit versemmelt habe, macht nichts. Heute sehe ich es etwas anders. Und warum habe ich teilgenommen? Einmal, es geht um das Thema Lernen. Wir wissen heute alle, das hört nicht auf. Ich kann lernen, was ich will im MOOC, wo ich will, wann ich will und wie ich will. Das ist wichtig für mich, weil ich kann meine Zeit einteilen, ich kann mir den Kurs raussuchen und das finde ich im Grunde genommen das Gute an den MOOCs. Und ich kann lernen, bestimme meine eigene Geschwindigkeit. Wunderbar. Außerdem ist es kostenlos und es ist gut aufgebaut. Im Gegensatz zu vielen YouTube-Autoren-Teil-Dingen, also
dann doch nicht das bringen, was ich will. Der Nutzen, ich will mein Wissen auffrischen, vertiefen und erweitern bzw. ergänzen. Schön habe ich gefunden, dass ich mit den Professoren in Kontakt treten konnte, wenn ich irgendeine Frage hatte oder wenn es aus meinem Wissen heraus um Sachen ging, die ich einfach anders gesehen habe, dann war das relativ einfach zu machen. Insofern finde ich das sehr gut aufgebaut und gut gemacht, einschließlich der Diskussionen, die ich im Grunde genommen dann auch führen konnte. Einschätzung, fundierte didaktische Aufbereitung, es war sehr gut. Es war ein gutes Angebot. Es müsste eigentlich, oder ich würde mich freuen, wenn das vertieft und erweitert wird. Wer aufhört zu lernen, dem fehlen künftig Fantasie und geistige Frei- und Bewegungsräume. Es sind in meinen Augen zu wenig Kurse. Alle Kurse bitte auch in Deutsch, weil ein Wortspiel in Englisch verstehe ich nicht. Dazu reicht mein Englisch nicht. 25 Kurse habe ich in Deutsch gezählt, 67 Kurse in Englisch. Darauf würde ich nur gerne hinweisen. Dankeschön. Die deutsche Variante ist im Vergleich zum gesamten MOOC relativ leicht zu erstellen. Man muss es nur sprechen, also diese Videosequenzen und so weiter. Also es geht relativ leicht. Was haben wir daraus gelernt? Also ich finde, es ist eine spannende neue Möglichkeit für Wissenstransfer und für uns war es auch eine Herausforderung, uns dem zu stellen. Und wir können damit wirklich weite Bereiche erreichen. Und ich stelle mir das in Zukunft noch vor, dass Leute sich auf ihrem Smartphone in Usbekistan einen Kurs anschauen können, einen Kurs nachvollziehen können. So weit sollte das eigentlich gehen und da möchten wir gerne auch mal hin, damit das Wissen wirklich verfügbar ist. Der Praxisbezug kann gestärkt werden. Ich habe Herrn Riso vorher nicht gekannt, er kam zu uns an die Hochschule. Wir haben Kontakt, er macht eine ganz spezifische Arbeit, die hochinteressant ist, auch für uns, einen freiwilligen Flächentausch, gehe ich nicht näher jetzt drauf ein. Aber ich werde ihn sicherlich einladen an die Hochschule, dass er im Forum bei uns mal seine Arbeit vorstellt. Und das wird für die Studenten wieder interessant sein. Das heißt, wir kriegen damit ja auch wieder Impulse rein. Wir haben es vorhin gesehen, in Italien, dass auch wieder mit Alumni, die Alumni kriegen wieder Kontakt in die Hochschule, die können einbezogen werden. Wir können das Wissen, dieses aktuelle Fachwissen, was draußen gebraucht wird, nutzen für unsere Lehrer und für unsere Studierende, um die weiterzubringen. Es ist auch, als Professor stellt man sich vorne hin und lässt sich von Studenten hinterfragen. Stellen Sie sich mal vor 40.000, lassen Sie sich mal hinterfragen oder 5.000. Das sind schon ein paar Befürchtungen am Anfang, da macht man denn alles wirklich ganz genau richtig oder gibt es dieses oder jenes. Aber muss man vielleicht auch so sehen, es ist vorhin auch gesagt worden, wir lernen natürlich immer dazu. Unsere Arbeit wird besser. Wir verbessern unsere eigene akademische Exzellenz dadurch, indem wir Rückmeldungen bekommen, diskutieren, wie ist es zu verstehen und so weiter. Ich halte MOOC für eine gute Plattform. Die Betreuung, die war gut machbar, wenn die Inhalte klar dargestellt sind. Also ich glaube, man darf nicht zu viel Platz lassen für Diskussionen, sonst geht man vielleicht wirklich unter. Das ist aber vielleicht nur eine Befürchtung, ich weiß es nicht. Wir haben danach diesen MOOC bei uns mal auf unsere Homepage gestellt. Vergessen Sie es. Keine Werbung, keine Öffentlichkeitswirksamkeit. Da kommen nur die Leute drauf, die Sie tatsächlich kennen. Man braucht eine Plattform wie Iversity, damit man diese Ausstrahlung hat. Es geht, glaube ich, nicht anders. Wir werden es auch wieder da machen. Gute Aufgabenteilung, klar, die Arbeit muss gehen und nebenher geht kaum. Ich habe nur noch eine Folie, keine Angst. Wir würden gerne noch 2, 3 zusätzliche MOOCs machen und zwar in dem Kernbereich unserer Kompetenz, um dieses Wissen abzurunden und weiterzugeben. Umsetzung ist schwierig, wenn es jetzt meine Kollegen hier mit dabei stehen hätten, die würden alles sagen, wir machen so viele andere Sachen und das und das und das und dann noch ein MOOC, das geht gerade nicht. Aber wir werden ihn machen. Irgendwie wird man machen, das ist wie mit anderen Projekten auch. Ist keine Frage, ob jetzt das Geld da ist und dann macht man es nur, sondern die Frage ist, wollen wir das? Und wenn wir das wollen, dann finden wir einen Weg dafür, dass es umgesetzt wird, mit Sicherheit. So, man kann sich Dinge überlegen als Projekt oder Summer School, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ob dann, ich habe vorhin auch mal mit jemandem gesprochen,
ob dann die Begleitung dieser Projekte in Summer School nicht mindestens genauso viel Arbeit macht, wie wenn man sich gleich hinsetzt und das spricht. Das müsste man mal sehen. So, am Schluss, letzte Folie, einen ganz herzlichen Dank. Es war für uns auch wie ein Türaufstoßen zu neuen Medien. Auch Twitter, was für eine Wirkung man mit Twitter haben kann, war mir vorher so nicht bekannt. Mal zu schauen, wie andere das machen, was andere machen und dass wir eben als Lehrende auch im Wettbewerb sind und im Wettbewerb bleiben müssen, uns anstrengen müssen und nicht alt und vergraut werden, archiviert werden letzten Endes und dass wir ständig eigentlich an der Front mit dabei sind. Und es gilt für uns das Gleiche wie für die Teilnehmer. Neues und Herausforderungen halten uns hoffentlich jung und aktiv. Und das wünsche ich uns allen. Danke. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Ich darf schon mal Christina Maria Schollerer nach vorne bitten, um Ihren Vortrag vorzubereiten. Und währenddessen würde ich gerne noch zwei oder drei Fragen an Sie richten. Und zwar Thema Altersstruktur. Die Teilnehmer des MOOCs, haben Sie eine Ahnung, wer hat da teilgenommen? Wie groß war die Gruppe der Teilnehmer? Wie war die Altersstruktur? Wir haben jetzt keine Erhebung gemacht, aber jetzt gibt es einen Unterschied zwischen dem russischsprachigen MOOC und dem deutschsprachigen. Mhm. Bei dem russischsprachigen MOOC waren es in erster Linie Studierende und Lehrende unserer Partnerhochschulen. Das war eindeutig. Bei dem Deutschen weiß ich, dass jetzt neben so einzelnen Rückmeldungen wie von Herrn Riso, hatten wir viele Rückmeldungen von Fachleuten, die in der Entwicklungszusammenarbeit sind, die gesagt haben, wir haben Interesse an solchem Material. Also es gibt Fachleute, die explizit auch darauf warten, dass es solche Sachen wieder gibt und wo dann der Weg zur Hochschule zurück und das Suchen einfach viel zu weit ist. Und das von zu Hause aus, sich genau das rauspicken zu können, was man braucht. Mhm. Das ist dann schon eine große Vereinfachung und deswegen macht es auch möglich. Wie war das in Ihrem persönlichen Umfeld, als Sie da berichtet haben, Familie, Freunde, ich mache eine MOOC mit, gab es da Reaktionen, selbstverständlich mache ich auch MOOC, ist ja total normal, oder MOOC, was ist denn das eigentlich ganz genau? Also ich bin durch einen Informatiker auf MOOC aufmerksam gemacht worden und der, mit dem ich zusammen Programme mache und der hat gesagt, da kommt was für dich und so wird es auch weitergegeben, ja. Und für mich ist es ganz klar, also das ist eine Sache, die muss und sollte weitergemacht werden. Es ist ja oft von diesem Generation Gap da die Rede, dass die Generationen sehr verschieden mit dem Netz umgehen. Wie würden Sie sagen, ist es nicht eine Frage der persönlichen Offenheit, der Disposition oder sagen Sie in Ihrer Generation, war kein Problem, wenn der MOOC passt thematisch, werden das ganz viele machen? Oder was muss geleistet werden, um die vielen zu adressieren? Ich denke ja, das ist eine gute Sache und die Adressierung, kommt durch die Werbung insgesamt, also von Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist ja noch ein wichtiger Aspekt, den Sie auch angesprochen haben. Sie haben es auf Ihrer eigenen Seite versucht, keine nennenswerten Reaktionen. Das heißt, Sie sind angewiesen auf große Plattformen. Ist das sozusagen ein vollkommen unproblematisches Verhältnis? Oder sagen Sie, naja, vielleicht haben gewisse Plattformen perspektivisch bestimmte Interessen, wo Sie als Hochschule oder Universität sagen, da wissen wir gar nicht, wo wir mitgehen können. Also die Plattform braucht man einfach, weil die eine andere Breitenwirksamkeit haben. Wir würden nur unsere direkten Partner damit erreichen und wir möchten mehr erreichen. Es sind natürlich immer Verträge damit verbunden, die man dann unterschreibt. Und diese Verträge, die sind dann von Juristen ausgearbeitet und dann wird es schwierig, das alles durchzuschauen. Und dann Kommunikation ist oft schwierig dann hin und her und zwei Monate. Und irgendwann lässt man es dann halt auch. Das müsste einfacher sein. Wegen der Altersstruktur würde ich gerne was sagen. Mhm. Mein Vater ist 86, der nutzt das Internet, der hat ein iPad. Und das war für mich die Überraschung. Die Überraschung war nicht, denke ich, in dem Kreis der Älteren, sondern von uns Jungen, dass das durch die komplette Altersstruktur durchgeht bis zum Schluss, sage ich mal, dass das Internet genutzt wird und Wissen abgefragt wird von aktiven Menschen. Und die können 50, 60, 70, 80, auch 90 Jahre alt sein. Die holen sich genau das, was sie interessiert. Und wenn sie das interessiert hier, dann sind sie auch bei einem MOOC dabei, da bin ich überzeugt. Noch eine Frage zu dem Thema deutsche und russische Nutzerinnen und Nutzer des MOOCs. Gab es da Querverbindungen eigentlich? Gab es da Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Nutzergruppen? Nein, eigentlich nicht. Also wir haben das nicht so schön interaktiv gemacht, wie ich das hier stellenweise gehört habe. Da kann man sicherlich mehr draus machen, aber dann kommt es auch wieder an die zeitlichen Grenzen. Neben diesen einzelnen Aufgaben, die wir als Lehrende sowieso haben, gibt es natürlich viele andere Aktivitäten, wo wir beteiligt sind. Ein MOOC ist nur eine Spielwiese. Ich gucke mal mit dem halben Auge darüber zu den... sind wir soweit? Können wir loslegen? Also wunderbar. Ich wollte nur eins sagen, ich konnte es kaum erwarten, bis das nächste Lesson kam. Bessere Reaktion kann man nicht bekommen, oder? Vielen herzlichen Dank. The Story MOOC, The Future of Storytelling. Sie haben das Wort, wir sind sehr neugierig. Vielen Dank. Mein Name ist Christina Maria Schollerer, ich komme von der FH Potsdam.
Ich bin Julian van Dieken, ich bin freiberuflicher Filmemacher, Konzepter und Medienproduzent. Genau, also wir kommen beide sowohl aus der Medienpraxis wie auch aus dem Bildungssektor. Schauen wir uns einfach... Ach ja. Okay, wir haben gedacht, wir geben einen ganz kurzen Einblick in, was wir gemacht haben. Also die meisten kennen wahrscheinlich den Kurs, zumindest die, die bei der MOOC Fellowship beteiligt waren, irgendwie ein bisschen. Unsere Schlussfolgerungen daraus und wie es weitergehen kann. Also zuerst einmal zum Kurs haben wir mitgebracht ein Video, das wir jetzt extern starten, wenn es funktioniert. Welcome and welcome to our seventh week of the Future of Storytelling. We've already come a long way from the basic introductions to classical storytelling and a peek at its origins, like in chapter one, to discussing formats, theories and tools in literature, film, games and digital media. As I said in the first chapter of this course, nobody knows what the future will hold. Nobody, really, unfortunately, nobody today can know for sure what developments lie ahead of us. We asked Robert Pratton, CEO of Conductor and Transmedia Storytelling Consultant, basically, to define transmedia storytelling for us. Transmedia storytelling is telling a story across multiple platforms and doing it in a way that the whole experience is greater than the sum of the parts. So if we look at what Hollywood would used to put out as a kind of franchise, they would option us. Also das nur mal ganz kurz als Einblick in, wie so ein Kapitel beispielsweise aussah. Wir haben das Ganze gestartet als Viererteam von der FH Potsdam zusammen mit einem externen Filmemacher. Es wurde dann aber ziemlich schnell klar, dass das nicht bewältigbar ist, auch nicht zu viert. Und wir haben unser Team ergänzt, unter anderem um eine Filmproduzentin, die auch mit Transmedia-Inhalten viel arbeitet. Also es wurde schnell größer. Die komplette Struktur sah so aus, dass wir über 8 Wochen jede Woche, jeden Freitag ein Kapitel gelauncht haben. Das war jeweils eine Stunde Inhalt und das Ganze lief vom 25. Oktober, also relativ, wo ist Hannes Klöpper? Ich sehe ihn, relativ vom Start eurer Plattform bis zum 20. Dezember dann. Wir haben das letzte Kapitel am 13. gelauncht und das Ganze war ursprünglich mal so geplant und ist dann aber relativ schnell gewachsen, um Foren, Additional Resources, also Zusatzmaterialien, unsere Social-Media-Plattform, E-Mail-Betreuung und sogar Post, die wir bekommen haben, die wir beantwortet haben. Also das Ganze wurde relativ schnell größer. Und das Ganze sah dann so aus. Also wer die Iversity-Plattform kennt, Zusatzmaterialien, Quizzes und das Gesamtpaket. Genau, und wenn man das so macht, dann ist das eigentlich das Patentrezept. Dann gibt es sofort 93.000 Teilnehmer und man landet auf der Berliner Zeitung vorne drauf. Das ist natürlich Quatsch. Aber ein Teil davon, was entscheidend war, war, dass wir natürlich die mehrere Sachen mitgenommen hatten, wenn man sich diese Zahlen anguckt. Wir haben den MOOC-Hype mitgenommen, das war mittendrin. Wir haben den Start von der Plattform Iversity mitgenommen. Storytelling ist so ein bisschen das neue Nachhaltigkeit, ist irgendwie zumindest da so gewesen, also tauchte immer auf. Und wir denken natürlich auch, dass der Kurs auch ganz okay war, von daher hat das schon gepasst. Aber so sind diese Zahlen letztendlich dann unter anderem entstanden. Genau. Das ist auch noch eine Sichtweise auf das Ganze. Womit wir allerdings relativ typisch für MOOC sind. Wir haben jetzt ganz kurz zu den Zahlen. Wir sind mit 50.000 Eingeschriebenen gestartet. Bis Ende Dezember, also Ende Oktober und bis Ende Dezember waren es dann so ungefähr 80.000, glaube ich. Ne? Und dann ist der Kurs darüber hinaus noch offen geblieben und dann ging es am Ende so bis auf diese Zahl. Und irgendwann ist der dann Anfang des Jahres geschlossen worden und das ist jetzt das, was am Ende unterm Strich bei rumgekommen ist.
Natürlich erstmal die Reaktion darauf, genau so sehen die Absolvierungsraten innerhalb des Kurses aus. Das ist, die Balken, die Sie da sehen, zeigen an, wie viele von den Teilnehmern die jeweiligen Videos geschaut haben. Also auch genau wie viel Prozent der Teilnehmer. Also diese Balkengruppen sind jeweils ein Chapter. Und unsere Reaktion darauf war natürlich erstmal, was schließt man jetzt daraus? Nur 4% nehmen daran überhaupt teil. Was bringen uns diese ganzen Zahlen? Schlachten. Das ist ja Bestandteil von MOOCs allgemein, dass immer gesagt wird, ja, und wir erreichen alle und es ist riesig groß und es macht so deswegen allein schon aufgrund der Zahlen viel mehr Sinn. Das ist tatsächlich einfach eine Perspektivenfrage auch. Natürlich sind es jetzt nur 4%, wenn es jetzt wirklich um die reine Menge geht, aber natürlich sind 4.500 Leute mehr als die komplette Fachhochschule Studenten hat, nur für einen Kurs. Und vor allem haben sie über 8 Wochen über 8 Stunden Videomaterial sich angeschaut, plus Nachbereitungszeit. Das ist ungefähr, als wenn ich eine kurze Staffel Breaking Bad irgendwie komplett durchgucke. Muss man erstmal mit edukativen Content hinkriegen. Das ist dann auch noch eine Perspektive, da haben sich 11.000 Leute eingetragen. Das heißt, diese romantisierte Variante von, ja, wir haben jemanden in der Wüste, der jetzt endlich auch Hochschulbildung bekommt, stimmt teilweise schon. Also auch wenn wir natürlich, genauso wie die anderen Kurse, zum Großteil Akademiker hatten, die sich eingeschrieben haben. Wir hatten auch den Fall von einer Mutter, die aus den Philippinen geschrieben hat und gesagt hat, ja, ich habe 4 Kinder, ich konnte keine höhere Bildung genießen. Durch solche Kurse kann ich das. Das heißt, auch diese Geschichten gibt es und sie sind nicht nur Marketing. Möchtest du an der Stelle übernehmen? Das sind nämlich Postkarten, die an Christina geschrieben wurden. ja, also es wird dann vor allem, wir arbeiten ja viel im virtuellen Spektrum, aber es wurde ja jetzt heute auch schon mehrfach angesprochen, reale Treffen, wirkliche Kommunikation sind natürlich ein ganz wichtiger Teil und das war unsere allerletzte Kreativaufgabe, bestand darin, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich gegenseitig Geschichten schicken sollten per Postkarte und ziemlich viele sind dann auch bei mir angekommen, was so gar nicht geplant war, aber da freut man sich natürlich dann besonders und das ist dann einfach nochmal ein Bonusfaktor. Genau, der Knackpunkt ist natürlich an der Stelle, es sind schlicht und einfach reale Geschichten, die dahinter stehen. Also es ist so, dass wir diverse Leute hatten, die für uns YouTube-Videos erstellt haben zum Beispiel, die teilgenommen haben an Länder-, kontinentübergreifenden Diskussionen. Wir hatten einen, ich weiß gar nicht, ob der hier noch drauf ist, aber jemanden aus dem Iran, der uns erzählt hat, es geht ja immer ums Geschichten erzählen bei uns, um Storytelling. Er sagte, und eine Frage von uns war, was ist denn zum Beispiel eine Geschichte bei dir im Leben gewesen, die dich besonders beeinflusst hat? Und dann sagte er eben, hat er 3 Bücher vorgestellt und bei dem einen Buch sagt er, das ist etwas gewesen, was ihm das erste Mal freies Denken nahegelegt hat, weil er immer damit groß geworden ist mit 2 Persönlichkeiten, einer öffentlichen Persönlichkeit, was darf ich im öffentlichen Raum sagen, im Iran, in dem er aufgewachsen ist, und was sagt man eigentlich im privaten Kreis. Und auf solche Geschichten zu stoßen in einem so internationalen Umfeld, finde ich schon extrem bemerkenswert. Das kriegt man meistens nicht hin mit einem 15er-Kurs in Potsdam. Und das schließt hoffentlich, wenn es jetzt von der Dramaturgie hinfunkt, ja, an die Schlussfolgerung an. Was will man mit dem ganzen Kram denn? Also warum macht man das Ganze denn überhaupt? Also ist es, um Blended Learning zu etablieren? Ist es, um Marketing und Reichweite zu generieren? Ist es, um einen internationalen Austausch hinzubekommen? Ist es, um zeitgemäßes Lernen zu ermöglichen in jeglicher Form? Ich glaube, es wurde vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet, MOOCs allgemein, der Begriff geht ja immer mehr so als Synonym über für E-Learning, digitales Lernen, wie auch immer man das Kind am Ende nennt, ist es aus unserer Sicht extrem wichtig, sich vorher genau diese Fragen nochmal zu stellen. Und sich wirklich auch anzugucken, also ich meine, wir kommen beide bis zum gewissen Grad auch aus der Formatentwicklung, warum nehme ich Video? Muss es ein 8-Wochen-Kurs sein? Können es auch PDF sein? Können es auch ganz langweiliger 10er, kleiner Mini-Präsenzkurs sein mit 2 Videos als Ergänzung oder so? Das heißt, die Frage nach dem Inhalt und nach dem, was ich erreichen will, muss nach wie vor immer noch, wie schon vor keine Ahnung wie vielen Jahren, am Anfang des Ganzen stehen. Und daraus ergeben sich dann zumindest die Formen und Formate, in denen man arbeiten möchte.
Also ja, im Prinzip das Gleiche nochmal in andere Worte gepackt. Was uns die MOOCs geben und was uns auch dieses Projekt gegeben hat, ist einfach ein Set an neuen Werkzeugen. Also wir haben eine Möglichkeit, das Lernen einfach nochmal ganz anders aufzubereiten. Aber so oder so, also ich glaube, das ist für die anwesende Gruppe hier jetzt auch gar nicht so das große Thema. MOOCs werden nicht die Präsenzlehre in dem Maße ersetzen. Also das hat sich für uns komplett da auch nochmal rauskristallisiert. Was man sagen kann aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit, also gerade dadurch, dass wir mit dieser ganzen MOOC-Welle mitschwimmen konnten, mit dem ganzen Marketing, was auch über iVersity lief, was der Stifterverband an Konferenzen auch dazu organisiert hat, das war einfach Wahnsinn, was da zurückgekommen ist, also einfach auch an Pressearbeit und so, wie wir unterstützt wurden durch Fernsehsender, durch Radiosender, durch alles Mögliche. Was man aber leider wirklich tatsächlich sagen muss, abgesehen von dieser Aufmerksamkeit, es kam nicht wirklich viel zurück im Sinne von Studierendenmarketing. Also wir haben nicht wirklich größere Bewerberzahlen in diesem Jahr oder im letzten Jahr dadurch vermerken können, das muss man ehrlich sagen. Was tatsächlich der Fall war, war, dass wir sehr interessante internationale Anfragen hatten. Also das vielleicht dann auch an Sophie. Okay. Like you said. Yeah, you just meet really interesting people and they get to work with you. Und manchmal hat man dann auch die Chancen, sie zu integrieren. Wir hatten das leider bis jetzt im Fachbereich noch gar nicht so. Was man als großen, großen Minuspunkt sehen muss, ist die finanzielle Lage. Also das ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal heute besprochen. Uns fehlt bis zu diesem Punkt einfach tatsächlich auch noch ein bisschen das Finanzierungsmodell. Unser Kursziel war, zu inspirieren. Und gar nicht unbedingt mit einer Prüfung, die dann auch bezahlt werden muss, zu enden. Und daher gibt es für uns da noch kein wirkliches Finanzierungsmodell. Und ich glaube, da lässt sich auch nochmal unterstreichen, was auch gesagt wurde, also die persönliche Zeit, die einfach investiert wird, die lässt sich einfach in der Summe, die dann heute auch schon mehrfach genannt wurde, mit den 25.000 einfach nicht verbuchen. Zwei kurze Punkte noch. Den Ausblick. Viele Leute haben uns gefragt, wir haben es absichtlich Staffel genannt, eine Wiederauflage oder eine zweite Staffel. Genau, was ist das? I'm so glad that Story MOOC is about to end. If Santa really exists, he will give us a 2.0 course as a Christmas gift. Genau diesen Sound wollte ich hören, deswegen ist das hier drin. Ja, also Punkt ist natürlich, es gab viele Anfragen, der Kurs ist sehr gut angekommen. Wir haben bisher für uns noch kein Modell gefunden, wie wir das konstruktiv weiter nutzen können. Ich persönlich bin total überzeugt davon, dass es eins gibt. Und wir sind auch immer noch am Machen und Tun, am Überlegen, wie es damit weitergehen kann. Weil wichtig bei dem Ganzen ist, dass es eben nicht so eine One-Off-Geschichte ist, einmal rausschicken, dann hoffen, dass irgendwas kleben bleibt und dann wieder davon marschieren, sondern es ließe sich in unserem Bereich mit Storytelling sicherlich auch in Plattformgedanken denken. Wenn man modulare Einheiten anbietet und das ausbaut, dass man sagt, irgendwie Storytelling im Film, Storytelling fiktional, Storytelling non-fiktional und so weiter, Storytelling im Marketing, das ließe sich beliebig weiterspinnen. Der Kollege vorhin mit dem Dokumentarfilm hat schon ganz schön gesagt, wenn ein Dokumentarfilm, der 45 Minuten lang ist, 70.000 Euro kostet, kann man sich vorstellen, wie ökonomisch sinnvoll das ist, wenn man 8 Stunden Material plus Zusatzsachen für 25.000 Euro produziert. Da kann man gerne das Ganze mal 5 oder mal 6 rechnen wahrscheinlich. Als allerletzten Gedanken noch, ich habe das jetzt mal so scherzhaft Blockbuster-MOOC genannt. Und zwar aus dem Grund, dass das, was viele hier getan haben, unter anderem wir ja auch, von der Produktionsart her ja nicht mehr so viel teilweise zu tun hat mit einem normalen Seminar, sag ich mal, sondern eher in Richtung Webshow geht, eher in Richtung Filme machen, richtig Medienproduktion und so weiter. Auch bei unseren, wenn man das mal weiterspinnt, wir hatten jetzt Cornelia Funke dabei, die Kinderbuchautorin. Könnten auch sagen, gut, beim nächsten laden wir jetzt Steven Spielberg ein und dann kommt noch Joss Whedon von Avengers dazu und dann machen wir den riesen Blockbuster-MOOC mit 300.000 Leuten. Ich habe gesehen, es gibt diese Entwicklung, dass manche Kurse eben so eine Bestrebung haben, so groß zu sein. Und da muss aber eben dieser Aufwand und auch die Produktion dementsprechend sein. Eine andere Richtung ist eben das, und das ist keine Wertung, sondern ich finde das auch sinnvoll, ist eben das, wenn man kleinere Sachen anbietet, modular sich das anguckt, was vielleicht wesentlich einfacher verankerbar ist, auch im normalen Hochschulalltag. Nichtsdestotrotz
gibt es aus meiner Sicht schon diese unterschiedlichen Entwicklungen, die man beobachten kann an der Stelle. Vielleicht als Schlusswort noch der Dank. Ja, und als Schlusswort dann eigentlich tatsächlich nur der Dank nochmal an den Stifterverband, an iVersity, dass wir das überhaupt möglich machen konnten. Also es war ein Experiment, aber ich glaube, es ist gelungen. Aber danke, Hut ab dafür, dass wir es machen durften. Ich habe ja als Moderator dieses Tages auch eine gewisse Fürsorgepflicht für das Publikum. Und wenn alle an Unterzuckerung in den Bänken liegen, dann ist es irgendwann nicht mehr so ganz sinnvoll. Deswegen habe ich so ein bisschen auf die Tube gedrückt. Wir haben nämlich mittlerweile 45 Minuten überzogen. Das sind so Thomas Gottschalk-Dimensionen bei Wetten, das früher in den 90er Jahren. Das ist so meine Erinnerung. Aber trotzdem eine Detailfrage, während Hannes Klöpper seinen Vortrag vorbereitet. Eine Detailfrage, die mir gerade auffiel. Digitalisierung, MOOC, Storytelling. Und ihr lasst euch Geschichten auf Postkarten schicken. Ist das so, diese Friedrich-Merz-Strategie, die Steuererklärung muss auf einen Brief, auf einen Bierdeckel passen und ihr habt gesagt, gute Storys passen auf eine Postkarte oder was war der Gedanke dabei? Der Gedanke dabei ist eigentlich, also ich bewege mich auch viel im Transmedia-Storytelling-Bereich und für mich ist da immer wieder wichtig, digital ist zwar das, was erstmal sichtbar ist und was der große Hype ist, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist eben doch teilweise das Printbuch, dann ist teilweise doch eben die Postkarte, die man bekommt, eben das, was es besonders macht. Und wir wollten einfach tatsächlich am Ende noch etwas mitgeben. Ein kleines Andenken, was auch, was anfassbar ist, was man einheften oder sammeln kann. Alles klar, ich brauche das nicht. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Applaus